Guten Tag. Wie kann ich helfen? Ich suche nach Hinek, dem Sohn des Gerbers. Wie ich hörte, kommt er manchmal hierher. Hast du ihn gesehen? Stinker? Ja, der kommt ab und zu her. Frag am besten Himbeer. Die beiden sind befreundet. Wer ist Himbeer? Du wirst ihn leicht erkennen. Sein Gesicht ist so rot wie eine Himbeere. Warum weckst du mich? Hau ab! Warum weckst du mich? Hau ab! Zu deinen Diensten, Herr Ritter. Deine Kumpane sagten, du würdest ihn erkennen. Stinker, jawohl, er taucht ja ab und an mal auf. Wieso fragst du? Ich versuche ihn zu finden. Na dann viel Glück. Was meinst du? Stinker ist wie ein verflixter Igel. Immerzu kraucht er durch den Wald und ist genauso kratzbürstig. Also siehst du ihn oft dort? Ist mir so, dass wir ihn nicht sehen. War er vor kurzem hier? Ist ein paar Tage her. Pudelte gegen Abend ein, sturzbesoffen. Vielleicht hat sie ihn irgendwo aufgestellt und er hat sich das Genick gebrochen, was weiß ich. Also ist er in den Wald gegangen? Ja, wie sonst auch. Woher kennst du ihn? Wir haben zusammen bei Janowitz eine Mühle gebaut. Dann ist er verduftet. Ein Jahr später bin ich zum Arbeiten hierher und sieh an, wer da ist. Stinker! Weißt du, was er im Wald so treibt? Dreimal darfst du raten. Geld machen. Ist kein Geheimnis, dass er wildern geht. Bei dir klingt das so, als wäre das rechtens. Nein, nicht doch. Ist verboten, das ist mir bekannt. Also ich glaube, er könnte wildern sein. Aber vielleicht ist er nur Feuerholz sammeln. Was weiß ich? Feuerholz. Ist klar. Wie ich hörte, hat Hinek irgendwo im Wald ein Versteck. Weißt du, wo es ist? Jawohl. Ich glaube, ich war mal dort. Du glaubst? Was soll das heißen? Entweder warst du dort oder nicht. Einmal haben Hinek und ich einen gehoben und uns ist das Bier ausgegangen. Hinek meinte, er habe was in den Wäldern versteckt. Also sind wir dorthin. Kannst du dich an was erinnern? An die Richtung oder den Weg, den ihr genommen habt? Jawohl, das kann ich dir ganz genau sagen. Wir sind vom Rand des Lagers hier über den Pfad bis zum Bach gegangen. Etwas stromaufwärts liegt ein Baumstamm über dem Wasser. Da sind wir drüber und dann einen Hügel hoch zu einem großen Felsbrocken. Und jetzt pass auf. Was? Irgendwo da ist eine Quelle. Jemand hat so eine Art kleines Mühlrad beim Wasser aufgestellt. Tag und Nacht kannst du es klappern hören. Klapp, klapp, klapp. Aha. Danach gehst du an der Quelle vorbei, dann solltest du eine Lichtung sehen. Da ist Hineks Versteck. Ein alter Minenschacht oder eine Höhle.
Gnade. Na, verflucht. Lange wird er nicht durchhalten. Hilfe. Bitte. Was ist mit dir geschehen? Wicht und seine Männer haben mich gefunden. Was ist in Neuhof vorgefallen? Wer ist hinter dir her? Wichts Leute. Neuhof war eine Schlachtbank. Weshalb? Wir wollten niemanden töten. Aber sie haben... Das sind Barbaren. Wir haben das Weite gesucht. Wo sind sie hin? Ich weiß nicht. Ich suche nach diesen Dreckskerlen, die Neuhof überfallen haben. Wo kann ich sie finden? Sie haben ein Lager. Wo? Komm schon, sprich! Ich weiß es nicht. War noch nie dort. Woher weißt du dann davon? Wer hat dir davon erzählt? Mein Kumpel Timmy. Er war dort. Aber sie... Vielleicht haben sie ihn erwischt. Wo kann ich ihn finden? Er arbeitet bei der Windmühle in der Nähe von Merhoyet, wenn er noch lebt. Was mache ich jetzt mit dir? Hilf mir, bitte. Tut mir leid, aber für dich kommt in diesem Leben jedwede Hilfe zu spät. Ich weiß. Hilf mir ins nächste Leben.